Da, 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 da. Davy Selke und Timo Horn bei mir im Deutschen Haus. Ihr seid in Rio angekommen. Olympia 2016 Silber. Wie fühlt es sich an? Ja, langsam besser. Nach dem Spielverlauf hätten wir auch Gold mitnehmen können, aber hat leider nicht geklappt. Aber ja, ich glaube, die nächsten Tage wird die Freude kommen über Silber. Ich meine, wenn ihr gewonnen hättet, dann hätten die uns wahrscheinlich gelüncht hier. Dann hätten wir es nicht mehr geschafft raus aus dem Deutschen Haus. Aber wie war es für dich, Timo? Ja, schon ein bisschen bitter nach dem Elfmeterschießen. Wenn man so weit kommt, dann will man es auch gewinnen auf jeden Fall. Aber gut, die Brasilianer wollten das mit aller Macht und sie haben es bekommen. Und gut, wir haben uns gut geschlagen. Ich weiß noch ganz genau, was alles in den Zeitungen stand vor dem Turnier. Und wir haben das widerlegt und wie gesagt, ich bin stolz auf die Mannschaft. Ey, wow. Das kannst du sein. Das bin ich auch und alle Fans draußen. Sag mal, Davy, der Neymar ist nach seinem Tor da zusammengeklappt, direkt losgeheult. Kannst du das verstehen, was da für den an Gefühlen am Start war? Wie ging es euch in diesem Stadion? Maracanã ist eine Legende. Was war für eine Stimmung? Ja, das war ein überragendes Spiel für uns. Es war ein wirklich wunderschönes Stadion. Viele Fans, viele tolle Fans. Und es war ein besonderes Spiel für uns. Und ich glaube, für die Brasilianer war es auch ebenso ein besonderes Spiel. Und ja. Eine kleine Revanche zu dem 7-1 und ich glaube, das hat man auch gesehen, dass da ein bisschen Last auch von den Brasilianern von den Schultern gegangen ist. Ich bin ein Riesenfan von euch, ihr habt das Bombe gemacht.